Einen schönen guten Tag zusammen. Willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Zyklus 82. Also ihr seht schon, ich habe schon ein klein wenig weitergearbeitet. Und es hat sich hier auch eine Menge getan. Ihr seht ja hier habe ich das soweit alles fertiggestellt. Das Ding hier produziert nach wie vor halt ein bisschen Wasser. Das pumpe ich hier momentan erstmal noch ab und pumpe das hier in den großen Wassertank. Das habe ich hier extra gemacht, damit wir hier noch ein bisschen, damit wir eben halt den größeren Wassertank nutzen können. Und hier hatte ich eben halt schon die Handpumpe vorbereitet, weil ihr seht, hier unten geht das Wasser nämlich langsam zur Neige. Deswegen pumpe ich das da oben halt ein bisschen zusammen, dass wir da ein bisschen mehr Wasserreserve haben. Hier pumpe ich den Kram ab, den wir hier in dieser Wasserblase hatten. Da hatte ich nämlich das Schmutzwasser, hatte ich dann soweit entfernt. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und jetzt pumpe ich eben halt den ganzen Kram, hier pumpe ich das einmal leer. Und eben halt oben in den großen Wassertank. Da fühlt sich eigentlich auch rasant von, kurz bevor ich die Aufnahme gestartet habe, war etwa hier, also da, das geht schon ordentlich. Ich habe hier oben ein zweites Feld gebaut, plus eine Landwirtschaftsstation und erwartet noch einen Spezialisten. Da muss ich mich gleich nochmal drum kümmern, wie wir das am besten bewerkstelligen können. Wir haben ein kleines Problem mit den Kalorien. Wir haben ein Problem mit dem Immunsystem momentan neuerdings. Es sind zwischendurch nochmal, glaube ich, zwei Duplikanten oder so gestorben und so weiter und so fort. Stress geht mal rauf, mal runter. Das kommt eben so ein bisschen drauf an. Momentan haben wir keine aktiven, großaktiven Aufträge. Mal abgesehen von den Standardaufträgen, die die Duplikanten von sich aus übernehmen. Neue Duplikanten verfügbar. Ach ja, okay. Das können wir nochmal kurz uns mal anschauen, ob wir da jemanden haben. Wir brauchten eigentlich noch jemanden für Kunst. Aber bodenloser Magen, das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so. Versorgung bedienen, Landwirtschaft. Versorgung finde ich schon nicht schlecht. Ranching finde ich sehr gut. Unkonstruktiv kann ich bauen, kann ich mit leben. Mundatmer finde ich doof. Ich glaube, wir nehmen mal May dazu. Also bis zu 12 können wir ja aufnehmen. Nur, wie gesagt, das Problem ist momentan eben halt auch noch die Essensproduktion. Auftrag zuweisen, ja, da sind die natürlich ja alle groß bei. Ja, wir haben mittlerweile 3 Hatches. Die habe ich mir hier vorne noch gesammelt. Da hatte ich noch ein paar gefunden. Die düdeln nur so für sich hin. Ich glaube, die sind ganz entspannt. Die haben alle bei Happinessens über 100%. Und wir haben schon ein Ei. Also, ja. Wir haben hier, ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Hatch Egg 3000. Ich meine, eins kam 1000. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, ein Ei wiegt, glaube ich, 1 Kilo. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich kann jedenfalls sein. Hier steht es auch überall, oder? Dreimal. Da, hier steht es aber. Dreimal. Wir haben also 3 Hatchling-Eier. Die müssten wir nochmal ausbrüten. Da brauchen wir, glaube ich, so einen Inkubator oder wie das Ding heißt. Den bräuchten wir dafür. Hier müssen wir mal schauen, wo wir den finden. Inkubator. Das ist. Achso, das haben wir schon. Das haben wir schon. Das haben wir schon erforscht. Das ist ja interessant. Gut, dass ich das auch selber weiß. So, wir wollten. Forschen muss ich sowieso noch ein bisschen was tun. Ich müsste noch mal Richtung Dünger gehen, glaube ich. Düngerproduktion, Destillation haben wir schon. Da müsste irgendwo auch Dünger mit sein. Wo hatte ich das denn mal gesehen? Da müssen wir auch noch mal hin. Gesundheitsversorgung müssen wir auch dringend mal machen. Wo ist denn das mit Dünger? Blindfisch. Was ist das denn überhaupt? Also Dampfturbine? Ach, Dampf! Dampfturbine. Warte mal. Wir hatten ja diesen Kaltdampf, hatten wir ja. Ne? Dampf erzeugt bemerkenswerte elektrische Leistung unter Verwendung von unter Druck stehenden kochenden Dampf. Gibt deutlich kühleren Dampf ab, als er erhält. Der Luftdruck unter diesem Gebäude muss höher sein als darüber, damit die Luft strömen kann. Ich würde sagen, das gönnen wir uns später mal, weil da muss ich mich erstmal wieder so ein bisschen reinfuchsen. Wo war denn das Düngerteil? Irgendwo war doch hier zum Dünger herstellen. Das muss doch auch hier irgendwie irgendwo. Hä, bin ich jetzt so blind? Ich meine offensichtlich, aber Destillation, okay. Wassersieber ist auch klar. Zum Erhitzen. Wir hatten doch mal so ein Düngerdings. Jetzt kann ich die ganze Folge damit verbringen, wie ich hier einmal dieses Düngerteil such. Das ist Forschung, das ist Medizin. Automation. Was ist das hier? Achso, automatischer Aufräumer. Probe für Edelung. Das ist alles noch Automatismus hier. Leistungssteuerstation.
Erdgasgenerator, Ölquelle. Ach, da oben, das hatte ich schon erforscht. Alles klar. Verbraucht verschmutztes Wasser und Dünger. Ja, richtig. Ah, wir haben noch so viel auf dem Zettel. Ich guck mal kurz, was dieser Inkubator, was der alles braucht. Da müssen wir tatsächlich unter Station sein, oder? Webstuhl, nein. Das könnte so, oder vielleicht unter Essen. Auch. Doch, da ist er. Veredeltes Metall. Ach, da brauchen wir veredeltes Metall für. Ah, alles klar. Habe ich schon fast befürchtet, dass das ein bisschen besser sein muss. Gut. Wir müssen noch ein bisschen was tun gegen Immunsysteme. So, da müssen wir mal schauen. Keim-Overlay. Die müssen wir mal desinfizieren. Das muss alles mal desinfiziert werden. Wir brauchen außerdem mal einen Wassertank für Schmutzwasser. Können wir das hier so? Geht. Hier muss alles desinfiziert werden. Das geht noch einigermaßen. Also müssen wir hier eher mit Dampf arbeiten. Das ist also... Und das Ding brauchen wir tatsächlich, um Strom zu produzieren. Ich dachte, okay, das wäre halt so eine Alternative, um Wasser zu gewinnen. Kann man ja auch. Nur, dass wir eben diesen Dampf, den Wasserdampf, können wir ja nutzen, um Energie zu produzieren. Und das Wasser können wir dann wahrscheinlich dann noch nutzen, um dann halt hier so einen Wassertank damit zu führen. Okay, behaupte ich jetzt erstmal. So, nochmal die Betten müssen wir auch nochmal alle desinfizieren. Bei denen, wo es nötig ist zumindest. Oder wird schon desinfiziert? So, dann sollten wir nochmal gucken. Achso, warte mal. Ich guck nochmal. Wir müssen hier auch nochmal desinfizieren. So, da wird auch nochmal desinfiziert. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Schmutzwassertank. Hier haben wir noch immer noch ein bisschen Wasser drin. Da bringt das nichts. Wo bauen wir uns den denn mal hin? Weil ich würde den auch ganz gerne dorthin bauen, wo wir nachher Duschen haben. Ich wollte ja eigentlich erst hier die Duschen bauen, weil hier ja eigentlich der Wassertank gedacht war. Es sei denn, wir nehmen das als Schmutzwassertank. Das könnte man natürlich tun. Weißt du was, das werden wir auch mal eiskalt machen. Der Kram kann eigentlich da unten drin bleiben. Naja, was heißt kann drin bleiben? Naja, ist nicht so optimal, aber ist ja egal. Wir müssen erstmal sehen, dass wir das hier irgendwie wegkriegen. Flaschen an Leere, den packen wir erstmal hier rein. Dass wir hier Schmutzwasser und sowas reinkriegen. Und wir könnten hier natürlich durchaus Nahrungsmangel, ja, ich weiß. Die sind ja auch noch fleißig dabei. So automatische Autoabfüllen aktivieren. Flüssigkeit, verschmutztes Wasser. So, dann kann zumindest das verschmutzte Wasser mal eingesammelt werden. So. Dann läuft das nämlich da unten Gau rein. Dann werden wir das Schmutzwasser nämlich auch mal los. Hier können wir gleich mal daneben so ein Lufterfrischer mal hinpacken. Wenn hier irgendwas hochkommt, Lufterfrischermäßig. Können wir das da gleich wegfiltern? So, und dann könnten wir vielleicht auch hier gleich mal filtern. Oder dann bräuchten wir auf jeden Fall einen Generator. Den würde ich, glaube ich, ganz gerne hier vorne hinbauen. Ich weiß nicht, wie viel Kohle haben wir überhaupt als 5,4 Tonnen? Das ist jetzt nicht allzu viel. Ah, wir müssen aber nochmal sehen. Ich glaube, wir hatten hier oben ein paar mehr coole Ressourcen. Na, hier sieht man überall noch Kohle. Tak, 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 tak. Vor allem auch hier. Na gut, da jetzt eher weniger. Aber da haben wir einiges an Kohle. Hier oben haben wir viel Kohle. Also da müssen wir nochmal irgendwie im Laufe der Zeit nochmal ran. Wir bauen uns... hier nochmal den hin. Dann bauen wir uns hier noch einen Generator hin. Ja, hier mal hin. Dann bauen wir uns noch zwei Batterien auf die andere Seite. Schwupp, schwupp. Dann könnten wir sonst hier die Duschen im Baum. Müssen wir mal sehen. Ach, scheiße, wir brauchen noch Algen.
Aber das können wir gleich hier noch sonst mit hinbauen. Das müssen wir gleich mal sehen, wie wir das hier am besten bauen. Was? Hier habe ich doch schon wieder irgendwas. Achso, war das noch die wahrscheinlich. Okay, alles klar. Ich dachte, hier würden noch irgendwo Hedges rumrennen. So, da nochmal das hin, da nochmal das hin. So, da können wir mal... Wo haben wir hier den nächsten Generator? Da, jetzt werden wir das mal einstellen und kopieren. Nicht hinsetzen. So, Generator. So, und dann müssen wir hier mal sehen, dass wir Schmutzwasser wegfiltern. Beziehungsweise Schmutzwasser, was wir denn hier reinpumpen. So, dass wir das Schmutzwasser mal hier mal mit reinpumpen. Wie schaut es hier aus? Da läuft noch alles. Da ist auch noch alles gut. sonst können wir auch hier die Dusche hinbauen. Ich glaube, das würde auch Sinn machen. Wir können hier die Duschen hinbauen. Das müsste eigentlich platzmäßig reichen, oder? Oh ja, perfekt. Da setzen wir das da mal hin, weil dann können wir das nämlich aus dem Wassertank erstmal hier runterpumpen. Okay, dann können wir das ja schon mal vorbereiten. So, das packen wir mal dahin. Das ziehen wir da so lang. Schupp, schupp. Erstmal bis hier. Können wir nämlich hier schon mal die Duschen vorbereiten. So, dann machen wir nämlich hier auch gleich die Duschen. Wie viel brauchen wir da? 2 pro Feld. Ah, da vorne gleich. Finde ich jetzt auch ein bisschen blöde. Die WCs brauchen auch 2, ne? Ja, die brauchen auch 2. Dann machen wir da eine Dusche, da eine Dusche, da eine Dusche. 4 Duschen? Machen wir erstmal 4 Duschen. Da ein WC, da ein WC, da ein WC. Da ein WC. Hätten wir nochmal Bilder hinhängen können, aber ich glaube, das können wir immer noch. Warte mal, Mobiliar. Oh nee, warte, wir machen das mal anders. Das gefällt mir so nicht. Ups, alles mal weg. Wir brauchen ein Mobiliar. Komm. Können wir da sogar auch hinhängen. So, einmal. Damit das hier ein bisschen wohnlicher wird. Wir könnten natürlich abbrechen. Nein, das will ich so noch nicht. Das will ich so noch nicht. Das können wir da noch nicht hinsetzen. Immer 3 dazwischen. 4. 2, 3, 4. 3, 4, so. 1. So, 3 WCs müssen das mal reichen an der Stelle. Sonst können wir hier ja auch nochmal erweitern auf zur anderen Seite. So. Dann können wir aber schon mal das Schmutzwasser vorbereiten. So, das ist der Ausgang. So, einmal das Kappen. Rohrleitung. So, können Sie das erstmal reinpumpen? So, dann brauchen wir mal Wasser. Ganz Wasserzuleitung, so bitteschön. Ich hab doch mal hier die Wasserleitung. Ja, hier, das. Ja, endlich.
So, dann haben wir das. Wie schaut das jetzt hier aus mit dem Wasser? Oder pumpt er hier nichts mehr? Da hat, glaube ich, noch keine Verbindung. So. So, das ist der Wassereingang. Das werden wir natürlich gleich noch ändern. Und das ist, sind die Wasserausgänge, ja. Dann können wir das sonst noch mal... Die Ausgänge, die packen wir uns denn gleich mal dahin. Das war natürlich sehr schlau. Das bisschen Wasser würde ich ganz gerne noch aufsammeln hier. Wir machen das mal auf ein bisschen auf Prio hier. Vielleicht schaffen die das ja mal. So, jetzt pumpt das rein. Ah, jetzt haben wir es da. Okay. So, dann haben wir noch einmal Wasser. Schwupps. Ich gehe mal einmal oben lang. Es sieht jetzt vielleicht noch nicht so schön aus, aber das können wir sonst mal fixen später. Dann geht das erstmal da rein. Dass wir erstmal Schmutzwasser nachher wegkriegen, dass sie erstmal ein bisschen duschen können. So, jetzt sollte es eigentlich gehen. Mal kurz gucken. Ja, Schmutzwasser geht dann nach unten weg. So, und wir nutzen erstmal das Wasser, was wir hier haben. Das müssen wir dann gleich nochmal abändern. Aber dann können wir erstmal das Wasser, was wir hier sowieso rumfliegen haben, das können wir dann nochmal nutzen. So, weil wir brauchen nämlich dann Schmutzwasser letztendlich noch, um daraus Dünger und sowas herzustellen. Definitiv. 10.000 haben wir jetzt wieder Essen. 14.000 wollte ich schon sagen. 14 Stress, 0 Immunität ist natürlich Mist. Da müssen wir noch ein bisschen was tun. Was wir hier vielleicht nochmal tun können, ist, sind diese... Ach, wie heißen die Dinger denn? Das können wir uns gleich nochmal hier anschauen. Obwohl hier eigentlich eher weniger. Ah, oder wir machen uns noch eine zweite Krankenstation auf. Das könnten wir natürlich auch machen. Ah, guck mal, hier unten sind wir schon so weit, dass wir hier auch das Wasser ziehen können. Sehr schön. Wie schaut es hier unten aus? Oh, wo kommt denn Chlor her? Dampfchlor? Wo kommt denn Chlor her, sag mal? Wo habe ich mir denn hier Chlor gezogen? Kolonie fehlen wissenschaftliche Angestellte. Was? Haben wir keine wissenschaftlichen Angestellten mehr? Forschung, offene Stelle. Dann nehmen wir mal Ellie. Oh, was hast du für einen Beruf? Was willst du machen? Willst du Laufbursche, Ingenieur, also Landarbeiter oder Laufbursche? Landarbeiter oder Laufbursche. Laufbursche haben wir schon. Allgemeiner Ingenieur könnten wir natürlich auch machen. Da haben wir aber auch schon Architekt. Ranch-Versorgung. Das war deren Interesse. Irgendwo hatte ich hier jemanden, da weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wer das war. War das Bird? Versorgung, Reinigung, Ranch. Doch, der wollte das auch. Ich hatte hier irgendeinen, den hatte ich da so ein bisschen zu verdonnert. Der hatte eigentlich nicht das Interesse, aber mir fehlte da definitiv jemand. Landarbeiter. Landarbeiter finde ich jetzt eigentlich auch nicht so schlimm. Lerner, Minenarbeiter, Laufbursche, Landarbeiter, Turner. So, warte mal, da wollte ich noch mal ganz kurz gucken. Offene Stelle Landwirtschaft. Merkmal Pflanzenpflege. Achso, hat er auch schon. Merkmal Pflanzenpflege. Weil da stand nämlich auch, werde ich euch gleich noch mal zeigen, dass er halt diese Merkmal Pflanzenpflege haben muss. Spurenelementdüngerherstellung. Siehst du, Merkmal. Spurenelementdüngerherstellung, genau das brauche ich eigentlich. Ach, weißt du was, du kriegst ja einfach Landarbeiter-Thema durch. So.
Weil die nämlich sagen, warte auf Spezialist, da steht nämlich was, produziert Spurenelement Dünger zur Steigerung des Pflanzenwachstums. Zugewiesene Duplikanten müssen die Eigenschaft Pflanzenpflege besitzen. Genau das habe ich nämlich ja mit erschlagen, aber die tun irgendwie nichts, die Dinger. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich daran liegt, wenn man nämlich jetzt hier reinguckt. Steht nämlich was hinzugefügter Effekt. Grüner Daumen, verbesserte Gebäude, Finger, Hutschilf, Graupelweizen, Dämmerkappe, Dornblüte, Pinscherpfeffer und Balsamlilien. Das heißt, ich habe so die Befürchtung, dass wir hier keinen Effekt drauf haben. Dass wir die nicht brauchen können. Aber wir brauchen auf jeden Fall die Dinger halt für den Effekt, weil ihr seht es nämlich hier bei Raum Overlay. Da haben wir unser Gewächshaus. Da brauchen wir auf jeden Fall eine Landwirtschaftsstation. Dann haben wir nämlich dann diesen Effekt trotzdem drauf. Na, das ist das Problem, deswegen müssen wir das haben. So, da haben wir das. Grooming Station, das können wir eigentlich auch mal ein bisschen nochmal... Ah, oh, guck mal, hier ist noch ein Ei. Das können wir nochmal gleich mal aufsammeln. Mal auf 9. Weil das wird nämlich gekühlt, deswegen haben wir die hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt groß was bringt, aber kühlen ist immer gut. Das passt schon. Nahrungsmangel haben wir natürlich immer noch. So. Hier wird immer noch Wasser gepumpt, fleißig. Die Duplikanten duschen alle fleißig. Das ist auch schön. Wunderbest. So, hier unten füllt es sich gemächlich. So, dann wollten wir hier ja hinbauen. Ich muss hier auch nochmal irgendwie Chlor loswerden hier. Das gefällt mir persönlich gar nicht. Kann das sein? Warte mal, ich hatte mir das noch nicht genauer angeguckt. Wimmelartfähigkeit, was ist das? Emission Temperature. Dass wir hier Chlor haben, das macht mich so ein bisschen... Wir haben jetzt zwar auch Wasser und dementsprechend Sauerstoff, aber auch Chlor. So, hier kommt jetzt weniger Wasser. Also werden wir hier auch weniger Input kriegen. Heißt, wir müssen echt zusehen, dass wir hier am besten auch das Schmutzwasser, so wie hier, dass wir das hochgepumpt kriegen. Und zwar hier rein. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Dann müssen wir hier wieder durch Schleim durch. Das ist natürlich auch elend. Eisenerz, Sand... Haben wir hier unten noch, da haben wir auch noch Schmuddelzeugs. Hier haben wir auch noch mal ordentlich Schmutzwasser, das müssen wir auf jeden Fall da reinkriegen, damit wir es filtern können. Bam, 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 bam. Was sollten wir tun? So, leider müssen wir ein bisschen in den Schmodder rein. Finde ich jetzt nicht gut, aber es nützt ja nichts. Wo holen wir uns dann Strom her? Das holen wir uns am besten von ihm her, würde ich mal so sagen. So, dann holen wir uns nämlich gleich noch Pumpen dazu. Da eine Pumpe hin. Da eine Pumpe hin. Rohrsystem gucken wir uns gleich an. So. Da pumpen wir da ein bisschen was rein. Und dann brauchen wir noch Stromität. Ups, das war zu weit. So, dann können wir uns nämlich gleich das Wasser nämlich mit hochpumpen. Damit wir an das Schmutzwasser kommen. So, der hatte glaube ich auch 6, ne? Ne, der hatte nicht 6. Die anderen hatten alle 6, die anderen Generatoren. Ja, die hatten alle 6. So, forschen müssen wir auch mal weiter. Es gibt momentan auch so viel zu tun, das ist das Problem. Deswegen forsche ich momentan. Ich weiß, ich habe immer gesagt, immer gleich forschen, 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 aber das ist eben das Problem. Da können wir auch noch mal ein bisschen reingucken, dass wir hier vielleicht mal ein paar mehr Algen auf jeden Fall nicht. Omelette alleine. Eisenerz, Granit. Knorpelbeere. Von was haben wir denn hier eigentlich am meisten, was wir jetzt nicht so zwingend brauchen? Filtermaterial, Sand haben wir 48 Tonnen. Da hatten wir doch 48 Tonnen, da hatten wir doch Sand angegeben, ne? Sand. 580 Kilo sind vor Ort. Sandstein. Rohmetalle, Rohmineralien. Sandstein, 81 Tonnen. Granit. Sandstein. Sandstein und Granit. Ich glaube, Sandstein packen wir noch mit dazu. So. Wenn wir die Jungs immer was zu fordern haben. Wir müssen natürlich in den Schmodder rein. Wie schaut es eigentlich aus? Warte mal, da können wir doch mal gleich in die Forschung reingehen.
Wir brauchen ja Schutzanzüge, ne? Schutzanzüge. Schutzanzug vor der Umgebung. Ach du Scheiße, was wir da alles noch für machen müssen. Ja, so geht eigentlich. Nur diese drei Felder, das passt eigentlich. Einmal Kleidung, da waren sie schon am Forschen. Dann haben wir die verbesserte Lüftung. Wobei, warum geht das zur verbesserte Lüftung mit rein? Muss ich auch nicht ganz verstehen. Naja, forschen wir erstmal die Geschichten hier. Wollen wir gleich Transitrohre noch mitmachen? Ach, machen wir es mal bis hier. So. Erstmal schon ein bisschen forschen. Vielleicht kriegen wir das noch irgendwie gewuppt, dass wir da die entspannten Anzüge nochmal bauen können. Und, Achso, da können wir eigentlich gleich, bevor das Wasser da hochkommt. Bis da dürfen wir ja gar nicht. Machen wir gleich eine Flüssigkeitsbrücke hin. So. Schwupp. Eine Flüssigkeitsbrücke und gleich auch nochmal Strom rein. Und wir den Krempel nämlich auch schon fertig. So. Dann müssen wir nochmal sehen, wo wir das dann reinbauen. Obwohl, wir müssen eigentlich hier vorne hin. Das werden wir wahrscheinlich wegbauen müssen. Wahrscheinlich baue ich das noch einmal komplett um. Aber das ist ja nicht das Problem. Wir haben es erstmal vorbereitet. Das reicht ja auch erstmal. Gut. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir erstmal ein kleines Päuschen. Dann muss ich mich in der nächsten Folge nochmal drum kümmern, hier, was wir mit dem Chlor machen. Dass wir das nochmal irgendwie wegfiltern. Da müssen wir auf jeden Fall beigehen. Dann müssen wir das mit dem Schmutzwasser nochmal gebacken kriegen, dass wir hier ordentlich Schmutzwasser ansammeln, damit wir das nachher erstens mal für die Frischwasserversorgung nutzen können, dass wir das nutzen können für Dünger etc. pp., dass wir das herstellen können, dass wir aus Schleim Algen gewinnen können. Das müssen wir auf jeden Fall haben, weil sonst haben wir nämlich hier das Problem. Hier haben wir nämlich keine Algen momentan. Vielleicht sollten wir das noch mit als erstes machen, dass wir hier vorne gleich mal so ein Algen, das mache ich jetzt noch schnell, Algendestille. Das werde ich jetzt mal eiskalt hier nochmal hinsetzen. Das war ein Ausgang, ne? Okay, da müssen wir nochmal kurz, zack. Das nochmal dahin. Und dann brauchen wir noch einmal Strom. Dann müssen wir auch mal gucken, ob wir hier mit dem Strom hinkommen. Dass wir denn hier schleunigst, haben wir Schleim überhaupt da? Verbraucht man organisch? Nein. Verschmutzte Erde, Schleim haben wir nicht da. Okay, Schleim haben wir nachher hier unten wieder. Gut, das heißt, wir müssen an Schleim ran. Dann müssen wir noch am besten noch die Schutzanzüge und sowas alles haben. Ah, okay, das dauert also alles noch eine Weile. Gut, aber das sind auf jeden Fall nochmal eine Menge Aufgaben für die nächsten Folgen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und dann bis zur nächsten Folge. Oxygen not included. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.